Neuro-Challenge, Tag 7. Heute bauen wir uns eine Höhle und wie das geht und warum wir das machen, das erklären uns jetzt die Experten. Hi ihr beiden. Hallo. Wie baut man eigentlich eine Höhle, Emi? Also, dass die geschlossen ist und warm. Okay. Und kuschelig. Und kuschelig. Nina, was ist wichtig, wenn man eine Höhle baut? Dass man auf jeden Fall eben auch geschlossen das macht und dass man ganz viele Decken, Kissen und dass man es kuschelig hat auf jeden Fall. Und was nehmt ihr mit, wenn ihr eine Höhle baut? Kissen, Kuscheltiere, Wärmflaschen oder Decken oder Schlafsäcke. Ach so viel, richtig vollpacken. Ja, genau. Okay. Nina, wie fühlt sich das an, wenn man sich in so eine Höhle einkuschelt? Also, man fühlt sich geborgen und sicher und es ist auch schön warm. Super, dann vielen Dank für die ganzen wichtigen Infos. Ja, eine Höhle bauen, das kennen wir vielleicht alle aus der Kindheit. Und so eine Höhle, die erinnert uns vielleicht, zumindest unseren Körper, an die Erfahrung im Mutterleib. An ein Gefühl von Verbundenheit und Sicherheit, ohne die Welt da draußen, die uns Sorgen macht. Probier's doch einfach mal aus und bau dir, auch als Erwachsener jetzt, eine Höhle. Zieh dir die Decke über den Kopf, schnapp dir eine Wärmflasche und pack dich mal so richtig eng ein. Ich habe so eine transportable Höhle, ich habe immer meinen Hoodie dabei und auch der gibt mir das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Ich bin gespannt auf deine Erfahrung. Viel Spaß damit.